Gleichsetzungsverfahren. Das Gleichsetzungsverfahren ist genauso wie das Additionsverfahren und man kann auch das Subtraktionsverfahren benutzen, beziehungsweise das Einsetzungsverfahren. Diese drei oder vier Verfahren gibt es und die benutzt man bei Gleichungen. Und wir haben hier zwei Gleichungen mit x und y, also mit zwei Unbekannten. Wir müssen immer so viele Gleichungen haben, wie wir auch Unbekannte haben. Wenn wir drei Unbekannte haben, müssen wir mindestens drei Gleichungen haben. Wenn wir vier Gleichungen haben, ist das auch okay. Aber wenn wir zum Beispiel zwei Gleichungen haben und drei Unbekannte, können wir das nicht lösen. Hier wollen wir x und y ausrechnen. Was gilt für diese beiden Gleichungen, x und y? Was kommt dabei heraus? Jetzt benutzen wir das Gleichsetzungsverfahren. Das bedeutet, wir lösen die erste und die zweite Gleichung entweder nach x oder nach y auf und setzen diese beiden Gleichungen dann gleich. Das heißt, was wir hier gemacht haben, hier habe ich mich dafür entschieden, dass wir nach x auflösen, die erste Gleichung nach x auflösen und die zweite Gleichung nach x auflösen. Das heißt, die erste Gleichung lautet ja 2x plus 4y ist gleich 10, die zweite lautet x plus y ist gleich 4. Jetzt gucken wir uns die erste Gleichung an, wir wollen nach x auflösen, x kann also auf der linken Seite bestehen bleiben. Ne? Was hier stört auf der linken Seite ist diese plus 4y. Um die plus 4y wegzukriegen, machen wir einen Operationsstrich und schreiben dahinter minus 4y. Das, was hinter dem Operationsstrich steht, müssen wir auf der linken Seite der Gleichung und auf der rechten Seite der Gleichung durchführen. Wenn wir minus 4y auf der linken Seite durchführen, haben wir nur noch 2x bei der ersten Gleichung. 4y, also plus 4y minus 4y wird 0, das fällt also weg. Dann steht auf der rechten Seite, müssen wir ja 10 minus 4y rechnen. Das kann man nicht zusammenrechnen, da steht kein y hier hinter der 10. Das heißt, auf der rechten Seite kommt dann raus 10 minus 4y. Jetzt haben wir die erste Gleichung fast schon nach y aufgelöst, die 2 stört noch. Ne? Jetzt gucken wir uns die zweite Gleichung an, da haben wir plus y, das stört auf der linken Seite, wir wollen nur noch x haben auf der linken Seite. Also müssen wir minus 4y rechnen. Plus y minus y ist 0, ne? Also auf der linken Seite steht nur noch x, auf der rechten Seite steht dann 4 minus y. Wir müssen das, was hinter dem Operationsstrich steht, auf der linken und auf der rechten Seite durchführen. Jetzt sehen die Gleichungen, die beiden Gleichungen schon etwas anders aus. Es sind immer noch die gleichen Gleichungen. Wir haben auf der linken Seite den gleichen Betrag abgezogen wie auf der rechten Seite. Wir haben die Gleichung dadurch nicht verändert. Jetzt gucken wir uns die erste Gleichung an, beziehungsweise die zweite. Bei der zweiten sieht man ja schon, die zweite Gleichung ist schon nach x aufgelöst. Das ist schon mal gut, dass wir dahin wollen wir kommen. Bei der ersten Gleichung sieht man hier eine 2 vor dem x. Da steht 2 mal x. Hier steht kein Punkt dazwischen, das macht man nicht. Da müsste man überall hier da Punkte hinschreiben. Oder hier ein Punkt, ne, da auch. Und das wäre dann zu zeitaufwendig. Das heißt, wenn da 2x steht, ist das das gleiche wie 2 mal x. Es steht hier 2 mal x. Das Gegenteil von multiplizieren, mal nehmen ist ja multiplizieren, ist dividieren. Hier steht 2 mal, das Gegenteil davon ist geteilt durch 2. Ne? Gegenteil von multiplizieren ist dividieren, also müssen wir hier, um diese 2 wegzukriegen, durch 2 rechnen. Jetzt gehen wir im nächsten Schritt, da habe ich das vergessen, das sieht man hier, das ist die zweite Gleichung. Ne? Die zweite Gleichung, die hier ist, habe ich wieder unten hingeschrieben, die bleibt unverändert, die haben wir ja schon nach x hier aufgelöst. Jetzt teilen wir die erste Gleichung durch 2. Das heißt, die 2 fällt weg, 2 durch 2 ist 1, 1 mal x ist x, also kommt hier eher auf der linken Seite x raus. Jetzt gucken wir uns die rechte Seite an, der ersten Gleichung. Da müssen wir die rechte Seite ja auch durch 2 teilen. Wir müssen ja die linke Seite und die rechte durch 2 teilen. Die rechte durch 2 bedeutet, die einzelnen Glieder jeweils durch 2 teilen. Also nicht hier einen Bruchstrich drunter schreiben und durch 2. Ne? Das kann man zwar auch machen, aber dann kommt man nicht zur Lösung. 10
durch 2 sind, was habe ich jetzt hier? Genau, 5. 10 durch 2 sind 5. Minus 4y durch 2, da kann man minus 4 durch 2 rechnen. Minus 4 durch 2 ist minus 2, also minus 2y. Jetzt haben wir die erste Gleichung und die zweite nach x aufgelöst. So sah es am Anfang hier aus. Jetzt sind wir schon hier. Und jetzt können wir diese beiden Gleichungen gleichsetzen. Wenn x 5 minus 2y ist und x 4 minus y, können wir diese beiden Gleichungen gleichsetzen. Ne? Diesen Ausdruck können wir für x schreiben und den Ausdruck auch für x. Jetzt haben wir das beides gleichgesetzt. Und man sieht hier sehr schön, hier vorher bei diesen beiden Gleichungen waren x vorhanden und y. Wir können also nicht nach x oder y so auflösen, dass eine Zahl rauskommt. Jetzt haben wir aber eine Gleichung, also gleichsetzen, daher kommt das Gleichsetzungsverfahren, haben wir erstellt, wo nur eine Variable drin ist, nämlich y. Und das rechnen wir jetzt aus, was y, was für y rauskommt. Ich wische das weg und dann rechnen wir das gleich aus. So, jetzt haben wir das Gleichung gleichgesetzt, und zwar 5 minus 2y, das hatte ich ja ganz unten beim letzten Clip dort hingeschrieben. 5 minus 2y ist gleich 4 minus y. Wir wollen jetzt y auf eine Seite bringen und den Rest auf die andere Seite. Ich habe mich dafür entschieden, hier steht minus 2y, das könnte man ja die 5 wegmachen, aber da muss man zum Schluss durch minus 2 teilen, das wollen wir nicht machen. Kann man machen, ist vollkommen okay. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass wir alle y-Werte auf die rechte Seite bringen und alle Zahlen auf die linke Seite. Also, wir gucken uns die erste Gleichung hier an. Hier steht 5 minus 2y. Dann wollen wir ja die y-Werte auf die rechte Seite bringen, das heißt hierhin. Und hier steht minus 2y. Um das minus 2y wegzukriegen, auf Operationsstrich machen und plus 2y schreiben. Dann geht das minus 2y weg. Dann steht auf der linken Seite hier nur noch 5. Und auf der rechten Seite stand ja vorher 4 minus y. Da steht ja 4 minus 1 mal y oder 1y. Plus 2y, da kommt was Positives raus, nämlich wieder 1y. Minus 1 plus 2 sind 1, also 1y. Ne? 5 ist gleich 4 plus y. Jetzt wollen wir alle Zahlen, wollen wir ja links rüberbringen. Also hier stört auf der rechten Seite die 4. Da müssen wir also rechnen minus 4. Auf der linken Seite 5 minus 4 sind 1. Auf der rechten Seite 4 minus 4 sind 0. Übrig bleibt hier y. 1 ist gleich y. Das ist schon das Ergebnis. Den y-Wert haben wir schon ausgerechnet. Das heißt, den können wir hier dann einfach hinschreiben. Y ist gleich 1. Ob man hinschreibt, 1 ist gleich y oder y ist gleich 1, ist genau das Gleiche. Dann streiche ich das nochmal rot. Genau. Und jetzt könnt ihr euch fragen, was jetzt kommt. Wir haben den y-Wert ausgerechnet, jetzt wollen wir noch den x-Wert ausrechnen. Das heißt, den y-Wert setzen wir, das habe ich jetzt so gemacht, wir setzen diesen y-Wert, die 1, entweder in die erste Gleichung ein oder in die zweite Gleichung ein. Ne? Ich wische das nochmal weg, dann machen wir gleich weiter. Ja, jetzt setzen wir y in 1 ein. Und zwar y war ja 1, der Wert 1, die Zahl 1. Ne? Y setzen wir in die erste Gleichung ein. Da, wo y steht bei der ersten Gleichung, setzen wir eine 1 ein. Also steht hier 4 mal 1. Ne? Die erste Gleichung lautet dann 2x plus 4 mal 1 ist gleich 10. Im nächsten Schritt, 4 mal 1 ist 4. 2x plus 4 ist gleich 10. Jetzt wollen wir ja x ausrechnen. Wir haben eine Gleichung hier, oder hier haben wir auch eine Gleichung mit einer Variable. Wir können also nach x auflösen und bekommen eine Zahl raus. 2x plus 4 ist gleich 10. Das x soll auf der linken Seite oder kann auf der linken Seite bestehen bleiben. Das heißt, was auf der linken Seite stört der Gleichung, ist plus 4. Wie kriegen wir die plus 4 weg? Minus 4 rechnen, Operationsstrich minus 4. Da steht auf der linken Seite 2x nur noch. Plus 4, minus 4 ist 0. Ne? Also auf der linken Seite steht 2x.
auf der rechten Seite 10 minus 4 müssen wir rechnen. Wir müssen die Operation ja auf der linken Seite und auf der rechten Seite durchführen. 10 minus 4 ist 6. 2x ist gleich 6. Jetzt stört hier die 2 vor dem x. Hier steht 2 mal x. Das Gegenteil von multiplizieren, also malen, ist dividieren. Also müssen wir hier durch 2 rechnen. 2x ist gleich 6 durch 2. Auf der linken Seite fällt dann die 2 weg. 2 durch 2 ist 1. 1 mal x ist x. Also bleibt auf der linken Seite nur noch x übrig. Auf der rechten Seite steht 6. 6 durch 2 sind 3. X ist gleich 3. Schon haben wir das Ergebnis, ne? X ist gleich 3. Können wir nochmal so unterstreichen. Jetzt haben wir den x-Wert und den y-Wert ausgerechnet für diese beiden Gleichungen. Und jetzt könnte ja es sein, dass wir uns verrechnet haben. Es kann ja sein, dass der x-Wert falsch ist oder dass der y-Wert falsch ist. Ne? Das könnte ja durchaus sein. Das heißt, um das zu überprüfen, ob diese Werte hier, die wir rausgekriegt haben, richtig sind, machen wir eine Probe. Das heißt, x und y, den x-Wert und den y-Wert, setzen wir in die erste oder auch in die zweite Gleichung ein. Ich habe jetzt die zweite genommen. X und y in 2 einsetzen. Die zweite Gleichung lautet ja, x plus y ist gleich 4. Für x setzen wir jetzt 3 ein. 3 steht für x. Für y steht die 1. 3 plus 1. Hier steht's. 3 plus 1 ist gleich 4. Hier steht auch nochmal, ist gleich 4. 3 plus 1 ist gleich 4. Links ausrechnen, 3 plus 1 ist 4. 4 ist gleich 4. Das ist eine wahre Aussage. Das heißt, diese Werte hier, die wir errechnet haben zunächst, sind richtig. Wenn hier sowas stehen würde, zum Beispiel, ich schreibe das mal in schwarz, minus 7 ist gleich 2. Das wäre eine falsche Aussage. Ne? Dann haben wir 2 nochmal richtig hier. Minus 7 ist gleich 2. Das wäre eine falsche Aussage, also ein Widerspruch. Dann macht man so einen Blitz dran, das nennt sich Widerspruch. Ne? Ist ja auch bei AC/DC, bei der Hardrock-Band AC/DC. Minus 7 ist gleich 2 wäre ein Widerspruch. Das bedeutet, eines dieser Werte oder eventuell auch beide Werte sind falsch ausgerechnet worden. Das heißt, wir müssten dann diese Rechnung nochmal machen. Ne? Kurz nochmal zusammengefasst, warum heißt das Gleichsetzungsverfahren Gleichsetzungsverfahren? Weil wir zunächst hier zwei Gleichungen haben und dann diese erste und die zweite Gleichung entweder nach x oder beide nach y auflösen. Ne? Hier haben wir, ja, bei diesem Beispiel haben wir alles nach x aufgelöst. Man kann auch hier nach y auflösen, ne? Würde das gleiche, letztendlich das gleiche, die gleichen Werte rauskommen. Genau, das war's schon.